Das gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 55. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein, er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Oh. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey, ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Ja, hallo und herzlich willkommen to the Lost Legacy. Wo müssen wir denn? Alter. Ich muss auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Also, dein Ganesha. Ernsthaft? Was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Aha. Verstehe mich nicht falsch. Gute Technik beim Rausziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Aber nicht schlecht, Kleine. Du klaut die Kleine nicht. Du kannst nicht reingehen, ohne deine Schuhe auszuziehen. Ich weiß. Ich wollte mir nur die Mandapa ansehen. Alter, wo muss ich denn hin? Alter. Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay, nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt.
Bitte! Bitte! Gott. Mein Dad, wir waren Eis essen und ich finde ihn nicht mehr. Ich kann nicht ohne ihn nach Hause. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist passiert? Er stand da drüben. Warte, da ist er. Da ist er. Claudia Black. Hat die nicht auch bei Stargate mitgespielt? Uncharted, The Lost Legacy. Okay, rote Tür. Das ist sie. Besser als nichts. Dann mal los. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Also so wie ich gehört habe, war es als Add-on oder DLC geplant und wurde dann immer größer. Bis sie dann gesagt haben, okay. Jetzt weiß ich nicht, ist es ein Add-on, ist es ein eigenständiges Spiel, ich weiß es nicht. Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey. Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Antworte jetzt. Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Rafter. Ich habe gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Deren Glück, dass ich woanders hin muss. Die sind überall rote Türen. Rote Tür. Schön. Alles klar. Und wie komme ich da hin? Ich muss mal, glaube ich, eben hier. Nö. Untertitel einmal, weil ihr habt es gesehen. Ich habe auf volle Lotte die Audio. Aber wenn ich sie verkaufen kann, will ich sie. Nicht.
Das hätten wir. Schön heier. Die Steuerung ist wohl genauso wie bei A Thief's End. Allerdings soll es wohl nicht so kampflastig sein, dafür mehr rätsellastig, und das finde ich gut. Ganz kaum erwarten, hab genug von diesen Leuten. Nein, Assas sagt noch eine Woche. Noch eine Woche in diesem Loch. Denk an das Endziel, Bruder. Aha. Hast du noch die Flasche Kokosarak? Vielleicht. Was ist sie dir wert? Meine ewige Dankbarkeit. Nicht gut genug. Wo zur Hölle hast du den Arak überhaupt her? Weiter die Straße runter. Dieser Kerl hat eine Riesensammlung. Denkst du, da ist noch was? Hab nur zwei Flaschen genommen. Ich gehe später rüber. Verdammt. Super Timing. Ja. Ich muss hier erstmal gucken. Ne? I'm in. Pink Lotus. Was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung. Schätzchen, ich habe keine Ahnung. Ich frage mich nur, wer du bist. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich habe es kaum erwartet, um richtig zu kämpfen. Das ist scheiße. Sie nicht mehr lange. Wir sind hier seit Wochen. Springt sie ihn an wie so ein Äffchen. Noch jemand? Nein? Wirklich, ne? Aber keine Schätze hier. Das ist enttäuscht. Alter, also, wie groß ist das Wohnhaus hier? Thank you.
mal wieder krass aus. Die indische Armee meint es ernst. Da blitzelt doch was. Habe ich mir anders vorgestellt. Vergiss das dann. Das mindestens zwei Ziele. Das Lager und dann... Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Jetzt habe ich dich. Nein, entkommen kannst. Wer ist das? Du bist zu spät, Fraser. Freut mich auch, dich zu sehen. Ach du Scheiße, sie haben unsere erste Einheit zerlegt. Haltet sie auf! Zuck, tschüss. Was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Ich mag sie. Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Hatte unsere Route schon geplant. Aber jetzt suchen sie nach uns. Was schlägst du vor? Ich überleg mir was. Was muss ich tun? Ah, da. Komm schon. Ich helfe dir hoch. Na bitte. Und jetzt? Geduld. Und hoch. Echt jetzt? Echt. Hoch? Na gut, dann gehen wir hoch. Vorsicht. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Wow.
Hier entlang. Dir ist klar, dass wir uns von Asafs Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist. Erledige ihn. Nein, ich schalte ihn aus. Cobra 1 an Cobra 5, over. Empfang, Cobra 1. Geh zum Pink Lotus, gleich was los, over. Verstanden, Cobra 1. Scheiße. Das war ganz okay. Ja? Und wohin jetzt? Hoch? Also hier das Gras, ne? Das ist, sieht besser aus als... bei okay. Drake, oder? Wo soll ich damit hin? Müssen wir hin. Aber ohne Schneidbrenner kommen wir hier nicht durch. So, jetzt improvisieren wir. Machen wir das nicht schon die ganze Zeit? Bleib hier. Da sind doch Kratzer an der Wand. Und sie will da rüber. Wie stelle ich das an? Muss ich da oben ran? Macht ihrem Ruf alle Ehre. Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Keine Schätze.
Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Bist du bei dem Job immer so gesprächig? Ja. Ein Problem weniger. Und tschüss. Es ist direkt über uns. Siehst du? War doch nicht so schwer. Echt nicht. Wo muss ich? Muss der nach oben, oder? Der Kantenmaler, der hat wieder hier. Ich brauche nur einen Moment. Oder auch so. Suchen wir die Scheibe. Herzlichen Dank. Du stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Himmel. Das ist ja wie in einem Antiquitätenladen. Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Krone. Dann lass mal gucken, was gibt es denn hier? Oh, schrecklich. So viele neugierige Katzen. Apropos. Touché. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Eine Opportunistin. Gefällt mir. Zerstörer und Wandler. Shiva? Salah und der Tiger. Vielleicht ist er näher als gedacht. Das wird niemand vermissen. Gelegenheitsschatzsucher. Ich leih mir das mal aus. Nix drin. Fraser, komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mehr lange. Ja, warte mal, ne? Ah, Lakshmi, Göttin des Wohlstands. Lakshmi.
und Elfenbeinhändler. Arschloch. Hm. Ja, das stimmt. Was war das für eine Karte? West Gates, Hoysala-Gebiet. Scheiße. Nein, schon gut. Nichts, was wir nicht schon wussten. Scheiße. Vorsicht. Wunderschön. Shit, weg hier! Nadine. Ross. Eine angenehme Überraschung. Ah, ah, Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Ist sie das aus dem Vorteil? Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Hoysala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz. Ganeshas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? Drei persische Invasionen, drei verschiedene Kriege und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Hoysala-Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin, die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Hm. Das heißt also nein? Es klingt nach nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wir werfen uns selbst raus! Wir sind sie! Halten sie auf! Dann vermisst! Wir kommen!
Verdammt, was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts. Über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, Zeit zu verschwinden! Na los! Direkt hinter dir! Also, das ist gefährlich! Spring! Oh nein! Oi, oi, oi. Aufpassen! Mach uns doch nicht noch schlimmer! Hey, ich kann nur kämpfen. Grauen Bildschirm. Nice, nice, nice. Gefällt mir das Game. Und ich mag die Chloe. Aber Nadine sah bei A Thief's End besser aus. Die hat auch dickere Arme gehabt. Oder? Ja, gut. Ja. Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häuserla geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauche kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in den Guts ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter. Waffen. Hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Okay. Der Dreizack. Ganeshas Waffe. Pfeil und Bogen. Gehörten Parashurama. Und die Axt. War ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Naja, du kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit.
ziemlich weit, um einen Streit beizulegen. Für meinen Seelenfrieden, okay? Oh. Schöne Aussicht. Sieh mal. Wie seltsam. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Heusala? Heusala. Das ist kein modernes Bauwerk, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas. Nein, wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf. Denk positiv. Vielleicht sind wir ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Ich suche den Stoßzahn. Asaf gehört dir. Verstanden. Wir treffen uns beim Wagen. Yep. Na gut. So, aber an der Stelle machen wir einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.